Was für ein Kampf, damit werde ich ab sofort in die Taverne brauchen. Ja, du auch. Mir scheint, der Wind dreht sich. Der Wind und vielleicht noch mehr. Ja, hier liegen noch ein paar Leichen rum, die man ausblenden kann, aber das... Das Zeug lohnt sich nicht mitzunehmen. As it should be. So, was ist jetzt eigentlich die nächste Part? Wir sollen heiligst zum Handelsposten zurückkehren und die gute Nachricht überbringen. Ja, das machen wir doch. Genau, da müssen wir noch mit Nessel reden. Der ist, glaube ich, eh auf dem Weg. Da geht's jetzt richtig los, das Spiel. Bin auf Arbeit und habe nichts zu tun. Ah, Spätschicht. Dann ist da... Dann verstehe ich, dass du nichts zu tun hast. Oder... Ja, ich habe gehofft, dass das Spiel jetzt so langsam richtig loslegt. Wobei, es war jetzt eigentlich auch nicht schlecht bis jetzt, sagen wir es mal so. So, wir wollen dahin. Ich vermute mal, hier der Weg ist wahrscheinlich die schnellere Variante. Hallo. Ja, komm. Da, Minecraft wird heute ausgemacht. Dann willkommen zurück, Loray. Spielt eigentlich alle im Chat auch Pathfinder Kingmaker? Nee, Loray nicht. Oder seid ihr schon durch damit? Ich glaube, es sind nicht alle dabei, die es spielen. Oh, Skelette. That's interesting. Do not falter. Du musst das mal dahin. This will hurt. Zwei Stück. Mach doch mal kurz den Heiler an. You forced my hand. Bei der Gelegenheit. Wir haben ja gerade die Skelette. Consider me provoked. So, was haben wir hier? Alte Krummsäbel, alte Schilde. Ja, komm. Nichts, was man braucht. Sicherheitsdienst, Objektbewachung bis 22 Uhr. Ja, ich hab's mal gespielt. Ah, gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass bei der Sicherheits-, also beim Objektbewachen es manchmal einfach ein bisschen langweilig wird. Da freut es mich, dass du vorbeikommst. Und nachdem ich es jetzt gerade spiele, zumindest ich habe es auf jeden Fall nicht durch. Okay, dann kann ich nichts machen. Um genau zu sein, das ist jetzt die vierte Session, die ich spiele. Und es ist tatsächlich, ich habe tatsächlich sehr lange gebraucht, um den Hirschkönig umzunieten. Ja. Hier könnte man eine Runde ausruhen, das ist eine gute Idee. You shouldn't treat Sarenrae with such disdain. She's a great goddess who has defeated many horrible monsters. Her shining sword has wiped whole cities from the face of the world. Not bad. Ich hab's leider noch nicht. Ich sollte nicht zwischenreden. Ich mag ihre aufrichtige Brutalität. Ich habe es jetzt leider noch nicht geschafft, den ersten Teil von dem, was ich gespielt habe, auf meinen YouTube-Kanal zu laden. Aber ich habe ihn schon mal gerendert. Was auch schon mal vorteilhaft ist. So, dann reden wir doch mal mit dem Untoten. Ja, das kannst du laut sagen. Der Hirschkönig, super hart. Ich weiß nicht, wie ich ihn gerade geschafft habe, aber auf einmal war er so durch. Moment, warum? Ich habe vorher, bin ich gescheitert und jetzt war er Butter? Also irgendwas muss ich anders gemacht haben.
Hirschkönig ist tot. Pharasma wartet. Lebt wohl, Brayden. Ich habe deine unschuldige Seele von den Qualen befreit, Brayden. Ihr seid wirklich edel. Tristan neigt den Kopf und murmelt ein Gebet. Der Leichnam fällt in sich zusammen. Doc. Albtraum auf Fußbett. Als das Blut des Hirschkönigs auf dem Boden fiel, ja, ist okay. Ein Kurzsperr. Ja. Das wird gleich garantiert eine schöne Inventar-Aussortiererei-Party. Ich habe das Spiel 4-mal neu angefangen, weil ich immer irgendwie unzufrieden war, aber es hat sich tatsächlich gelohnt. Das glaube ich gern. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, neu anzufangen mit einem anderen Charakter. Weil mir fehlen einfach die Frontkämpfer. Ich habe zwei Frontkämpfer, drei von hinten, halt zwei Magier und einen Barden und ein Heider. Ich hätte eigentlich gerne einen Magier, einen Barden, einen Heiler und drei Frontkämpfer. Erschöpfte Charaktere? Ja, ist okay. Nein, ich möchte mich noch nicht ausruhen. Jetzt möchte ich mich ausruhen. Die 30 Stunden später kann man noch marschieren. Was? I tire. Valerio, holt euch in der Nähe des Handelsposten ein, berührt euch an der Schulter. Brayden, kann ich mit euch sprechen? Nachdem der Hirschkönig Kutmu besiegt ist, gehören die Hauptlande rechtmäßig euch. Yamandi Aldori wird euch unterstützen und euch den Titel des Barons übertragen. Das Mädchen blickt dich interessiert an, oder wie dich erst. Was werdet ihr tun, wenn ihr auf dem Thron sitzt, Brayden? Bitte sagt nicht, dass ihr noch nicht darüber nachgedacht habt. Na, im Grunde genommen habe ich da eigentlich noch nicht drüber nachgedacht. Es gibt in den Raublanden genug zu tun. Banditen verjagen, einen Staat gründen, das Volk beschützen. Ich kümmere mich nicht, was ich tue. Wichtig ist nur, dass ich, was ich bekomme, auf einem Thron zu sitzen, kann äußerst lukrativ sein. Was auch geschieht, ich hoffe, dass ihr an meiner Seite sein werdet. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Und ich weiß euch zu schätzen, Valerie. Oh, schon wieder so ein Flirtzeug. Valerie liegt zufrieden. Ehrlich gesagt habe ich keine andere Antwort von euch erwartet. Ihr seid äußerst edel, Brayden. Ich bin froh, dass ich dem Wohle eures Staates dienen kann. Schön. Ein paar Charaktere, die ins Team gehören, lernst du doch kennen. Vielleicht passt jemand ins... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, da kommt noch jemand vorbei. So, jetzt mal erstmal schauen. Was haben wir da alles bekommen? Ein wilder Bogen. Oh, wilder Boden. Sprachzentrum aus. 2-9 Schaden. Zack. Musikboden. Du da. Hast einen Kurzbogen. Rüstungstechnisch, was haben wir hier Schönes? Rüstungsklasse 6. Weniger Malus. Dann kriegst du eine ursprüngliche Rüstung wieder. Ist doch auch sehr schön. Danke für dein Follow, Serapik. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Tut mir leid, falls nicht. Und willkommen im Team.
Also ich muss jetzt erstmal dummerweise schauen, was und wo und wie ich hier genau mache. Deswegen tut es mir leid, wenn ich ein bisschen was brauche. So macht es am meisten Sinn. Auch dir könnte ich theoretisch mal was Besseres anbieten. Weil wenn wir schon magisches Zeug haben, haben wir magisches Zeug und so. Was bist du? Ein leichter Hammer. Ich muss jetzt gleich erstmal hochgehen in die Kiste, denke ich, und das Zeug verpacken. Follow my lead. Und grundsätzlich habe ich eigentlich vor, jeden Montag eine Runde Pathfinder zu spielen. Nur für die Leute, die es noch nicht wissen. Wobei nächster Montag was Besonderes ist. Also da werde ich wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht streamen. Deswegen mal eine Woche anders. Das Ding hatte 5er. Komm, ich hebe auch mal eine von den Brustplatten auf. Bei, nein. Plattenpanzer, Bänderpanzer. Ich brauche auch nur einen Plattenpanzer als Ersatz. Was haben wir denn da? Ein Stoßdolch. 2 bis 5 Schaden. Ja, die behalten wir mal. Den ganzen magischen Quatsch behalte ich jetzt mal. Behendes Rapier. Und eine zweihändige Keule. Haben wir noch einen schönen Kompositbogen. So, den Kram werde ich wahrscheinlich verkaufen. Haben wir hier noch irgendwas, was... Den behalte ich mal. Ja gut, er gewährt ein Verständnisbonus von +1 auf Angriffswürfe. Das ist ja nice. Kann man das Ding anziehen? Elfenstiefel gewähren ihren Träger einen Kompetenzbonus von +5 auf Beweglichkeit. Schwächere Armschienen... Kompetenzbonus für Bögen. Umhangendes Winterschleier. Sehr nice. Schutzring +1. Die müssen wir alle noch ausrüsten. Tausende von Schriftrollen. Und anderen Kram. Trank Säure wieder. Die ich alle irgendwie nie nutze. Aber ständig mit mir rumschleppe. So. Auch wenn du meistens eher zauberst. Da gehen wir schon auf +1 Angriffswürfe, den falschen Fußschlag, Zange genommen, Ziele. Ja, das passt. +5 auf Beweglichkeit. Macht das Sinn bei dir? Ich meine, du bist zwar langsam, aber... Ich glaube, bei dir macht es mehr Sinn. Konstitution und +2. Du hast schon Gültigen an. Kriegst du den? Und den Schutzring. Du kriegst den zweiten Schutzring, weil du ansonsten leichter gepanzert bist. Ja, gut ausgesprochen. Lass dir Zeit, es wirklich alles in Ruhe durchzuschauen und seine eigene Ordnung zu finden. Bin eher selten online, werde dann vielleicht die Videos nachholen. Ja, das kannst du auf jeden Fall sehr gerne tun. Die Videos sind grundsätzlich auch dafür da, um nachgeholt zu werden. Ich sollte nicht gegen das Mikrofon kommen. Schutzring geht nur einmal, das heißt... Wenn ich den jetzt wieder wegnehme... Hallo? Ja. Schutzring geht nur einmal. Du hast recht. Danke. Du hast einen, du hast einen. Dann kriegst du jetzt einfach einen Schutzring. Danke für die Info. Das wäre mir jetzt irgendwie nicht aufgefallen.
Was habe ich gesagt? Stimmt, ansonsten gäbe es noch die ganzen anderen Sachen, die ich hier auf dem YouTube-Kanal schmeiß. Da gibt es dann auch den ganzen Quatsch von Anfang an. Um es mal so zu sagen. So, bevor ich jetzt sonst irgendwas mache. Das war noch keine. Ja, das war nur 1 bis 8. Das da war zwar noch ein. Oh, das ist ein Meisterstück. Dann nehmen wir doch das Meisterstück, weil es einfach ein Meisterstück ist. Und keine Sorge, ich bin eigentlich immer einer der Spieler, die grundsätzlich nach Möglichkeit die eigene Geschwindigkeit spielen. Da, 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 da. Ein Text. Noch ein Text. Noch ein Text. Weil ich es jetzt nicht alle durchlesen will, verschwindet das alles. Damit kann man garantiert noch Dinge tun. Ein zerknüllter Brief. Zack. Mehr Geld. Level 7. Das ist eine gute Ecke. Ich meine, nee, ich bin sogar schon Stufe 4 statt Stufe 3. Ha. Ich habe mich eine Stufe kleiner gemacht. So. Oleg, der Hirschkönig ist Geschichte. Wir haben seine Festung gefunden und diesen Mistkerl in Jenseits geschickt. Sieh dich mit respektvoller Bewunderung an. Und das ist gut so. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich den Raubland leben, anstatt immer nur zu versuchen zu überleben. Oleg seufzt. Zweifellos werden jetzt mehr Leute hierher kommen. Der Handel wird aufleben, aber der Lärm, den all die Besucher machen werden, nun, das ist wohl nicht euer Problem. Ich wette, ihr könnt es kaum erwarten, nach Restorf zurückzukehren und euren großen Sieg zu berichten. Ich werde umgehend aufgehen. Ich muss hier noch einiges erledigen. Ich werde jetzt erst nochmal was einiges erledigen. Weil. Zum einen wollte ich dir ja noch einen anderen Bogen verpassen, den du nicht tragen kannst. Achso. Ja gut, dann ist das natürlich ein Argument. Dann hätte ich dir vielleicht doch den Kompositbogen geben sollen. Naja, man kann ja nicht alles haben. That is not far. Da, 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 da. Ah, genau. Da, über dich konnte ich Leute organisieren. Was war bei dir? Ach, genau. Du warst das. Du hast mir Dinge begeben. Kästen, ich konnte Tatutio nicht lebend gefangen nehmen. Er hat mich angegriffen, fand den Tod. Das ist zwar nicht gerade das beste Ergebnis. Take this as a reward for your help. I'll send word to Restov and let them consider how they might return the favor. Once again, I thank you for your help. I'll remain here until my men recover from their wounds. Meanwhile, we'll help guard the trading post and fight off any bandits, should they return. Good luck in all your plans and endeavors. Richtig, das mit dem Noise-Killen, das habe ich auch schon mitbekommen. Dass man sich hier neu skillen kann. Was auch ziemlich gut ist, weil das letzte Spiel, was ich in dieser Richtung gespielt habe, war tatsächlich Baldur's Gate und noch nicht mal Baldur's Gate 2. Von daher, es ist lange, 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 lange her. Außer man nimmt Dragon Age dazu. Dann würde es schon passen. Also jetzt noch wieder eigentlich nichts. Ja, ich glaube, bevor jetzt irgendwas anderes passiert, ich bin
Ich gehe mal auf Nummer sicher.